Willkommen zu einem weiteren Pokémon Go Video, und zwar wollen wir heute diesem Video ein wildes Relaxo fangen. OMG, Leute, hab's gerade auf den Beilist gesehen. Und jetzt muss noch spawnen, hoffentlich. Okay. Hauen wir die letzte Quest hier mal weg. OMG, Leute, OMG. Habt ihr das gerade gesehen? Oh. Hoffentlich bekomme ich das jetzt. Hoffentlich. So, spawn bitte, spawn. Quest, brüt ein Ei aus. Ist nicht so besonders jetzt. Komm, bitte. Bitte. Jetzt muss ich wieder aktualisieren, das Spiel. Dann müsste es auf jeden Fall gleich da sein. OMG, Leute. Ein wildes Relaxo erscheint. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das darf nicht sein. Das geht doch nicht. Das gibt es nicht. 2728. Ich glaube es nicht. Ich glaube es einfach nicht, Leute. Nein. Nein, das gibt es nicht. Nein. Warum? Warum habe ich so einen Luck? Nein, das gibt es einfach nicht, Leute. Das gibt es nicht. Ich weiß nicht, wie man den Kreis machen muss, damit das einfach fabelhaft wird. Also ich muss mal gucken. Oh, 2728. Ihr habt mir das Ding flüchtet, ne? Ich versuche mit Silberland, Sananabeere und Hyperball. Alter, das gibt's nicht. Morgens um 8:45 wildes Relaxo bei uns. An der Infotafel. Gibt es nicht. Es ist mega krass. Du hast spawnt wie gut wie nie. So gut wie nie. Und direkt einfach fabelhaft, Leute, wenn das jetzt drin bleibt, ne? Dann sage ich gar nichts mehr. Nein, nee. Nein, Leute. Ich wollte ja nichts mehr sagen, aber was ist das denn? Das gibt's doch nicht. Ein wildes Relaxo mit 2728 HP, das direkt ein Hyperball, naja, einfach fabelhaft drin geblieben ist, mit silberner Sananabeere nur. Nicht mal eine, naja, Hemibeere ist auch eine schlechtere Fangquote, aber ich hätte gedacht, dass er mit goldener Hemibeere dann 10-mal drin geblieben wäre, aber so, aber da habe ich echt Lack gehabt, Leute. OMG, Leute. Lasst diesem Video auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Falls ihr es noch nicht getan habt. Richtig geile Folge auf jeden Fall. Richtig geiles Video. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.